Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Stebby, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Bus-Simulator. Schön, dass du wieder da bist. Wir befinden uns heute auf einer neuen Aufgabe, denn wir haben jetzt nun alle Haltestellen aufgelevelt. Jetzt müssen wir eine Touristenlinie hier abfahren, erstellen, die unter 32 Minuten sein soll, wo wir halt viele kleinere Dörfchen anfahren bis zur Hauptplatz bei Sonnenstein. Und dementsprechend ist jetzt die Linie 81 jetzt entstanden und die werden wir jetzt abfahren im Loop-Modus. Das Ganze mit einem Erdgasbus, denn so wird es verlangt und dementsprechend, ja, habe ich jetzt glaube ich alles angesagt, was wir ansagen müssen. Von daher können wir uns jetzt hier gepflegt in unseren Bus schmeißen und dementsprechend unsere Tour drehen. Ich weiß, es wurde gefragt, ob wir hier nicht mal den MAN-3-Türer fahren können. Das Ding ist halt, ich würde gerne hier die Aufgaben hier abschließen wollen und dementsprechend, wenn natürlich die Aufgabe halt vorsieht, dass wir halt mit einem bestimmten Bus fahren sollen, dann muss ich das natürlich machen. Allerdings, wir müssen ja sowieso weitere Haltestellen aufleveln, denn wir sollen jetzt in Sonnenstein und in, ich habe keine Ahnung, in dem Kerstadt alle Haltestellen auf Level 13 buxieren. Da werden wir das Ganze dann, da kann ich dann gerne den MAN-3-Türer benutzen, denn das werde ich nämlich mitmachen. Da werde ich euch mitnehmen im Let's Play. Danke. Denn, so wie es ausschaut, Leute, ist das nämlich die letzte Aufgabe für den Bus-Simulator. Also, wir steuern jetzt zum Finale. Und dementsprechend machen wir jetzt die Woche voll mit dem Bus-Simulator und den Abschluss des Projektes. So, ja. Es gab ein neues Update und ich finde aber, dass der Monitor jetzt noch schlimmer jetzt da wackelt. Also, eieiei. Das wissen die doch, oder? Dass da so, die haben noch so eine Backliste oder sowas, wo das halt drin steht. Hoffentlich, hofft man. Ja. So, wir sollten halt in Siegwallen halten. Und sie hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. So. Wie gesagt, das Ganze auch im Loop-Modus. Könnte heute ein bisschen länger dauern alles. Aber seid ihr ja schon gewohnt von mir. Seid ihr ja schon gewohnt. So. Genau pünktlich. Ja, immer doch. Kein Fahrgast, der hier mit will. Okay, habe ich nichts dagegen. Nichts dagegen habe ich. Ja, wenn es schon mal eine Simulation gibt, die man durchspielen kann, dann möchte ich das auch gerne mal tun. Wir haben den Bus-Simulator ganz schön schleifen lassen. Oder ich habe ihn schleifen lassen. Ihr könnt ja dafür nichts. Ich habe ihn ganz schön schleifen lassen. Aber ich finde es halt immer noch schön, ja, dass es von euch immer noch Feedback gibt, wo immer noch nachgefragt wird, halt auch, wann kommt mal wieder ein Bus-Simulator. Also vielen Dank an der Stelle. Ich habe ja mittlerweile gedacht, ihr habt es euch mittlerweile alle übergesehen oder sowas, weil der ist ja auch schon 2 Jahre alt jetzt. Klar, für die Konsole halt ein Jahr knapp jetzt. Dass es halt immer noch den einen oder anderen gibt, der das hier gerne guckt, finde ich das eigentlich eine ziemlich coole Sache. Also an der Stelle, an alle, die hier wirklich zugucken, ein großes Dankeschön. Habt auch geschrieben, dass der Ton letzte Mal viel zu laut war, ich viel zu leise. Ja, das ist halt immer das Problem, wenn du schon lange nicht mehr den Bus-Simulator aufgenommen hast, weil du jetzt vielleicht andere Prioritäten hast, ja, gerade um sie zurzeit extrem viel wieder. Ja, passiert das dann manchmal, dass die Settings ein bisschen falsch eingestellt sind. Und wenn du dann sowieso kaum Konsole machst, Twitch ist halt auch ein bisschen weniger geworden jetzt in letzter Zeit. Ja, sind natürlich die Einstellungen dementsprechend halt falsch eingestellt und dann passiert sowas natürlich. Und wenn du natürlich die Folge abgedreht hast, dann kannst du sie ja nicht nochmal wiederholen, weil du kannst hier nicht in einen früheren Speicherstand zurückgehen oder sowas. Das geht nicht. Dementsprechend habe ich es dann so gelassen, denn dass das Ganze halt dementsprechend ein bisschen doof ist, ne, das Spiel dann halt dementsprechend zu laut war, ich zu leise. Aber deswegen seid ihr da, ihr habt mir den Feedback gegeben, ich hoffe, diesmal passt ein bisschen besser. Wo ich echt sagen muss, es ist gerade sowieso, also irgendwie, irgendwas haut mit dem neuen Computer hier nicht so wirklich hin. Ich kann, das hat jetzt hier nichts mit dem Bus-Simulator zu tun, ne, aber irgendwie haut es auch mit meinem VR nicht wirklich hin hier. Denn VR ist halt gerade so ein Kunststück. Hast ja die Brille, du hast ja die Touch-Controller, du hast ja den Sensor, ne?
das Ganze ja fest. Und ich habe halt mir so ein Paket gekauft, wo halt zwei Sensoren dabei waren. Und der eine Sensor wird einfach vom Computer nicht erkannt. Ich weiß nicht warum. Und dann will er von mir hier irgendwie dieses Überprüfungstool von Oculus. Ja, der permanent suchte nach einem USB 2.0. Ich habe USB 2.0 im Rechner, das weiß ich. Ich meine, überwiegend sind es USB 3.0 Ports jetzt dran. Ich glaube, ich habe 6-mal USB 3.0 oder 4-mal USB 3.0, 2-mal USB 3.1 und dann 2-mal noch USB 2.0. Ich weiß nicht, was er von mir da will. Also das ist gerade alles nicht so einfach. Nicht so einfach alles. Bin mal gespannt, was wir da auch als nächstes machen, als Projekt. Klar, Omsi, Lotus sind Dauerbrenner, die werden immer wieder kommen. Das wird nie zu Ende gehen, gehe ich mal stark davon aus. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzig dann, wenn natürlich hier nichts mehr funktioniert, dann muss ich natürlich das Projekt zwangsweise beenden. Ja, dann geht's halt nicht anders. Danke. Aber eine Fahrkarte. Ja. So, wie gesagt, diese beiden Simulatoren, da wird es halt nie zu Ende gehen. Auch beim Train-Simulator kannst du ja auch nie wirklich zu Ende spielen. Danke. Gibt es halt kein Ende. Ist halt. Aber hier so Spiele wie jetzt im Bus-Simulator, die fehlen mir so ein bisschen. So, wo du dann halt irgendwie fährst, deine Aufgaben hier absolvierst und irgendwann ist dann halt einfach das Projekt dann einfach zu Ende. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich habe ja hier, weil wir ja nun schon eine ganze Weile ja nicht mehr hier im Bus unterwegs waren, haben wir jetzt in Zwischenzeit von der letzten Folge zu dieser Folge jetzt ja das neue PlayStation-Event, wo sie ja die PlayStation 5 vorgestellt haben. Einmal mit CD-Variante, einmal ohne CD-Variante, jeweils wahrscheinlich immer so um 100 Euro dann günstiger, teurer. Also man rechnet ja so mit einem Preis zwischen 500 bis 600 Euro. Ich werde mir wahrscheinlich die CD-Variante kaufen halt. CD ist halt immer noch so ein Kultstück. Ja, vielleicht auch ein bisschen Blu-ray-Player-technisch. Also ich benutze halt meine PlayStation halt überwiegend halt nur zum Spielen, nicht für Blu-ray-Gucken oder sonstiges. Genauso wie mit meinen anderen Konsolen auch. Also ich versuche da halt viel Wert drauf zu legen, dass halt meine Frau auch nicht die ganzen Konsolen so ausnuddelt halt mit dem Laufwerk oder sowas. Ich als Konsolensammler will natürlich, dass ich irgendwann mal die Konsole denn auch wirklich denn in den Schrank stellen kann, ohne dass da irgendwelche Macken sind oder so. Ja, wurde jetzt wie gesagt angekündigt, die hat ein richtig geiles Design, freue ich mich sehr drauf, dass PlayStation endlich mal einen anderen Weg geht. Ja, Xbox halt ein Rechteck, was hoch kann, steht. Voll hässlich. Aber wie gesagt, bei der PlayStation haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Ich bin mal gespannt, was jetzt da jetzt so rauskommt, wie teuer sie jetzt im Endeffekt sein wird, halt wann sie released wird, ist ja halt auch noch nicht klar. Ich bin mal auch gespannt. Für viele Spiele soll es denn auch ein Upgrade geben. Je nach Entwickler halt dementsprechend halt, ne, ob es halt für die PlayStation 5 denn ja ist, weil sie ist abwärtskompatibel zur PlayStation 4. Ja, also wenn ihr eine PlayStation 4 Spiele habt, dann könnt ihr die teilweise auch auf der PlayStation 5 spielen. Wie gesagt, muss vom Entwickler kommen. Oh, bin ich mal gespannt, ob Still Alive und Astragon sich darum bemühen werden. Weil dann könnte man auf jeden Fall noch einen ordentlichen Performance-Schub rausholen aus dem Spiel. Aber wie gesagt, wann es halt soweit ist, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall, denn sobald ich sie habe, wenn man dann natürlich dann ein schönes Unboxing-Video machen. Jetzt habe ich so viel gequatscht, ja? Jetzt uns echt jetzt hier noch verfahren habe hier. Ja, genau, wo war stehen wir? Also genau, PlayStation 5, wie gesagt, da werden wir auch auf jeden Fall ein Unboxing-Video machen. Ich werde mir dann zu späterer Zeit auch noch die Xbox holen. Das mache ich meistens in der Regel immer. Ich kaufe mir erst eine Konsole, die brandaktuell ist. Die kommt gleich zum Release. Und weil mich diesmal so die PlayStation ein bisschen mehr überzeugt hat als die Xbox, wird diesmal auch die PlayStation 5 werden, statt ja, die Xbox, weiß gar nicht, wie... Moment. Hat sie jetzt überhaupt eigentlich einen Namen? Scarlett halt, ne? Also Xbox. Huh. Ich hab... Ne, heißt sie nicht einfach nur Xbox? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, wie gesagt, statt die neue Xbox, wie gesagt, wird es dann die PlayStation. Dementsprechend werden wir uns das Ganze dann auch anschauen. Danke, dass Sie so pünktlich sind.
Spiele hat man natürlich auch schon vorgestellt. Das ist natürlich für alle was dabei, außer meine Wenigkeit. Denn Simulationen waren jetzt nicht groß dabei gewesen. Aber ich rechne stark damit, dass zum Beispiel der neue Transom World 2, was ja jetzt auch angekündigt wurde, jetzt wahrscheinlich ja dann auch für die Konsolen ja sowieso kommt, dass diese dann halt auch schon für die PlayStation 5 und der neuen Xbox kommt. Ja, dementsprechend wird das Ganze natürlich auch wieder 4K, Raytracing und dieser ganze Schnickschnack, ja, der dabei ist. Aber trotzdem wird man mich wahrscheinlich nie vom PC wegbekommen. Also PC ist weiterhin das Nonplusultra, wenn man halt Spiele spielen möchte. Ja. Ich meine, ich sehe das ja jetzt hier, ne? Ich kann es halt jetzt zum Beispiel mit der PlayStation 4 und dem PC jetzt vergleichen hier mit dem Bus-Simulator. Also der Bus-Simulator sieht halt auf dem PC schon deutlich besser aus. Also was ist deutlich besser? Man merkt einen Unterschied. Das, was halt so extrem auffällt, ist halt, dass halt die Performance auf dem PC deutlich, deutlich besser ist, denn da heize ich hier rum mit 60 bis 80 FPS, ja. Hier erreiche ich gefühlt nicht mal die 60 FPS auf der PlayStation-Version, ne? Also das kann man mir nicht erzählen, dass das jetzt die 60 FPS sind, dafür läuft es irgendwie zu schlecht. Es ist aber auch nicht 30 FPS, also es muss irgendwie so mittendrin sein, ne. Gerade wenn du dann natürlich in so viel bebauten Gebieten bist, fällt das halt extrem auf, dass das gefühlt irgendwie so die Framerate so einbricht halt, ja. Aber wenn man sich halt dran gewöhnt hat oder drüber hinweg sieht, dann ist das eigentlich alles in Ordnung. Bus-Simulator ist die einzige Alternative, die es so auf Konsolen gibt halt, ne. Muss aber auch sagen, finde ich gut, dass es der ist. Denn es kommt jetzt wohl dieses Jahr, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, ein neuer Bus-Simulator raus. Nicht von Still Alive und Astragon, die machen ja gerade ein anderes Spiel. Die sind ja gerade bei Drone Swarm dran. Hat zwar eigentlich gar nichts mehr mit Simulation zu tun, aber egal. Hey, der Bus-Driver-Simulator, den gibt es auch schon seit, ja, lass mich lügen, bestimmt seit anderthalb Jahren, jetzt schon für den PC. Kommt jetzt für die Konsole, für Xbox und PlayStation. Highlight da, auf dem PC bietet sie halt VR. Ja, ob es nachher auch für die Konsole dann halt umgesetzt werden kann, müssen wir mal gucken. Also für PlayStation, klar, könnte man ja die PlayStation VR einsetzen. Ich glaube, Xbox hat ja kein VR, wenn ich jetzt nicht alles durch. Also es war mal irgendwie gemunkelt, dass man irgendwie Oculus halt an der Xbox anschließen kann, aber ja, also wirklich was davon mitbekommen habe ich da jetzt auch nicht. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Hahaha, wir hätten hier gar nicht anhalten müssen. Naja, egal. Deswegen kam auch die Meldung gerade nicht. Stimmt, ich habe ja nicht alle Haltestellen. Ich habe ja nicht bei allen Haltestellen. Warte mal, wie Punkte habe ich jetzt bekommen? Okay. Nichts. Es geht jetzt erstmal nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwas aufleveln wollen, sondern wir müssen jetzt erstmal hier diese Aufgabe schaffen. Und das ist jetzt eine Mammutaufgabe. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal so eine große Aufgabe? Und dabei habe ich schon das Ganze weggelassen, wo wir die Linie planen halt und alles sowas, weil das hat die Folge so unglaublich gesprengt, ja. Klingt so, als ob wir überholt werden, aber ist nicht. Weiß jetzt nicht, der Loop-Modus, der war doch jetzt einfach nur, dass wir den. War der Loop-Modus? Es gibt ja zwei, deswegen. Das verwirrt mich halt jedes Mal. Der Rundfahrt-Modus
Und der Loop-Modus. Der Loop-Modus heißt einfach nur, dass wir den umdrehen müssen, denn, oder? Und der Rundfahrtmodus ist, dass wir hin- und zurückfahren. Liege ich da jetzt falsch? Ich weiß es nicht. Werden wir ja gleich rausfinden. So, hier ist unsere Haltestelle jetzt. Wiedersehen. Eine Fahrkarte bitte. Einzeln Standard drucken und ja genau. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Danke. So. Witzig war auch, dass ich hier letzte Mal noch Kommentare bekommen habe. Ich muss mich scheinbar selten dämlich angestellt haben in der ersten Folge hier mit dem Bus-Simulator. Weiß gar nicht warum. Das war auch das erste Mal auf der Konsole halt, ne? Mit Gamepad und alles was. Ne? Da kommentieren die Leute heute ja noch drauf. Ja? Und manchmal sind so Kommentare bei, wo ich mir so denke, so, habt ihr mal auf das Datum geachtet? Ja? Da beschweren sich die Leute halt, ja, das hätte so und so machen müssen. Scheinbar war es damals aber noch gar nicht möglich gewesen, weil die Version das da gar nicht unterstützt hat, als in der heutigen Fassung, ja. Die Leute, die gucken halt auf YouTube, oh, Bus-Simulator-Video, da gucken wir doch mal rein, aber gucken halt nicht auf das Datum, wann das halt aufgenommen worden ist, dass das halt schon mittlerweile schon über ein Jahr her ist und sich eigentlich schon einiges getan hat, von vor einem Jahr bis heute, ja, mit dem Bus-Simulator, ja. Das wissen die nicht, ja. Und dann holen sie sich natürlich den Bus-Simulator, wollen da irgendwas testen oder sowas oder was machen, kriegst dich raus und dann kommen sie dann halt in und dann machen sie auch noch Stress. Heieieiei, wo ich mich auch manchmal so denke, so, boah. Aber das ist halt nicht nur beim Bus-Simulator, das ist was bei vielen Simulatoren, ja. Auch heute manchmal auch so in den ersten Folgen von Lotus oder sowas, da kommen ja manchmal so Kommentare, du fährst ja nur im Kreis. Ja, damals gab es nichts anderes, ja. Aber naja, so ist das. Ich überlege mir auch immer so ältere Videos halt einfach zu löschen. Was ich jetzt aber auch persönlich irgendwie nicht einsehe. Wenn es halt natürlich ein zusammenhängendes Projekt ist, macht es echt wenig Sinn, das Ganze dann so auseinanderzuruppen. Man sieht halt im Let's Play dann halt schön im Wandel der Zeit halt, wie sich der Bus-Simulator weiterentwickelt hat. Und von daher fände ich das eigentlich blöd, wie gesagt, da irgendwelche Folgen jetzt zu löschen oder halt auch neu aufzunehmen. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Tag, Senior Drucken. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Senior, also so wie du klingst, bist du bestimmt kein Senior. Danke. Ah, ja. So, wie gesagt, dann steht nur noch an, Haltestellen aufzuleveln. Und dann müssen wir mal gucken. Aber wenn die Videos auf YouTube halt stimmen, müsste das jetzt hier die letzte Aufgabe sein. Was ich mir auch vorstellen kann, weil bei dieser Größenordnung, wenn wir die ganze Linie jetzt nochmal zurückfahren müssen, wir sind jetzt schon bei knapp 20 Minuten. Ich habe jetzt vielleicht 2-3 Minuten gesprochen am Anfang. Seitdem sind wir auf Achse und wir sind noch nicht mal ansatzweise da, weil wir müssen jetzt noch nach Kehrstadt. Ja. Von daher müssen wir uns da jetzt mal überraschen lassen, denn wie lange das Ganze jetzt dauert.
Also es wäre schon schön, wenn wir diese Woche halt den Bus-Simulator beenden könnten. Ich musste ja leider zwangsweise auch den Tourist-Bus-Simulator canceln. Da, ja, TMS Studios ja mittlerweile sich so überlegt, so, ach nö, Speicher, Daten, die schmeißen wir irgendwo hin, wo man es nicht sichern kann. Ist mir halt durch die Windstore-Installation der Speicherstand verloren gegangen. Eine Fahrkarte bitte. Und dementsprechend müsste ich jetzt wieder komplett von vorne anfangen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich echt wenig Lust drauf. Deswegen wird das nicht das neue Projekt. Ich tendiere eher zum Flixbus-Simulator hier zum... Ja, Flixbus-Simulator. Ich überlege gerade, der heißt doch nicht Flixbus-Simulator. Ja, auf jeden Fall, da tendiere ich gerade hin. Ich habe ja auch wieder einige tolle DLCs und das ist ein Projekt, was wir noch gar nicht so hatten in der Regel. Kann man dann auch schön mit Track AR benutzen und Lenkrad und hier und da PC. Das ist zum Beispiel auch eine Simulation, die hätte eigentlich auch locker verdient, dass das Ganze auf der Konsole erscheint. Aber wenn die Entwickler sich damit nicht auskennen, ne, dann soll man sie nicht dazu zwingen. Von daher, wie gesagt, also endet das Projekt hier mit dem Bus-Simulator, geht's dann instant weiter mit dem Fernbus-Simulator. So hieß er genau, nicht Flixbus, Fernbus-Simulator. Und dann, ja. Wenn wir uns einmal die ganzen DLCs angucken. Und da können wir auf jeden Fall mal gespannt sein, wie es hier auf jeden Fall weitergehen wird. Mit Simulationsspiele auf der Konsole. So. Jetzt sind wir ja schon in Kehrstadt. Jetzt müssen wir mal gucken. Leute, die Daumen drücken. Dass wir jetzt eventuell nicht nochmal alles wieder zurückfahren müssen. Wie gesagt, die verwechseln das halt immer mit dem Loop-Modus und mit dem Rundfahrt-Modus. Ja, müssen wir auch mal gucken, wie wir das dann aufleveln. Ich werde wahrscheinlich dann zwei Linien bauen. Wo wir dann halt dementsprechend gucken, dass wir da zwei Buslinien jeweils mit allen Haltestellen, die uns fehlen, halt nutzen werden. Und dementsprechend... ja, du musst jetzt leider warten, ich hab's vergessen. Danke. So, dann
Och, Leute. Immer die Technik, die hier versagt. Ich finde es auch immer Quatsch, dass er halt immer nur also bis jetzt, wenn ich immer einen Rollstuhlfahrer dabei hatte, fährt er meistens immer wirklich echt nur eine Station mit, ja. Ich finde auch, wo sind zum Beispiel die Muttis mit ihren Kinderwagen hin, ja, das hätte man auch noch alles noch dazu machen können. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Student, drücken. Danke. So, dann kann das wieder eingeklappt werden. Bitte eine Fahrkarte haben? So wie es aussieht, müssen wir die Tour scheinbar nicht zurückfahren. Woche, Standard, drücken. Scheinbar fahren wir jetzt nämlich den ganzen Weg zurück, jetzt hier. Fahren wahrscheinlich zur Anfangshaltestelle wieder, ne? Nächster Halt, Oakville. Ja, genau. Alles klar, dann geht's jetzt wieder zurück nach Oakville. Das war der Loop-Modus, richtig. Das ist mir angenehmer, als wenn wir jetzt hier die ganze Linie wieder zurückfahren müssen. So fahren wir jetzt einfach nur noch. Wäre natürlich geiler gewesen, wenn wir jetzt so einen Kreis jetzt hätten schließen können, aber das wäre gar nicht machbar gewesen. Machen wir jetzt gechillt jetzt über die Autobahn jetzt zurück und dann klappt das schon. Ist hoffentlich kein Unfall oder Menschen umfahren jetzt, das wäre natürlich traumvoll. Oh, wie ich echt mittlerweile echt ohne Tracker Air echt nicht mehr spielen kann, ja, also dieses manuelle Umgucken, ja, mit den Sticks, das ist echt anstrengend, ja. Und extrem langsam, ja. Tracker Air guckst du halt in die Richtung und dann guckt er halt auch dementsprechend halt in die Richtung. Sehr, sehr angenehm. Ist nicht so gut, Fräulein. Einmal ein bisschen Revue passieren lassen hier. Oh, das war jetzt extremst knapp. Sehen.
Anders als wie in Ormsi funktioniert das hier mit der Autobahnfahrt hier. Jedes Mal ein Schrecken, wenn ich irgendwie Ormsi spiele und du musst auf der Autobahn oder sowas halt, ja. Kannst du jetzt schon mal immer drauf einstellen, so jetzt ist Panikalarm angesagt. Hand schon am Handbremsenknopf, Fuß schon bereit zum voll durchtreten. Hier ist echt angenehmer, hier passt die KI ein bisschen deutlich mehr auf. Und da merkt man dann halt auch mal so einen Unterschied, ne? Entweder fehlt da jetzt die Erfahrung in Ormsi, die KI da halt richtig zu machen, oder die Engine ist einfach schlichtweg halt nicht für sowas gedacht halt, ja. Für KI-Fahrzeuge. So. Den Bordstein hier mitnehmen, das kriegen wir gleich wieder Minuspunkte. Wird nicht gerade wenig. Ich meine, dafür sind diese Bordsteine da, dass ein Bus da drüber fahren kann halt. So, und da sind wir wieder. Oakville-Zentrum. Ja, damit geht dann auch die Folge zu Ende, ihr Lieben. Reicht auch. 32 Minuten sind wir jetzt aktuell. Ja, was soll ich sagen? Hat wieder mal Spaß gemacht, hier den Bussimulator mal wieder vorzukramen. Wie gesagt, die Woche geht es dann weiter. Also, wenn ihr mehr sehen wollt vom Bussimulator, abonnieren, Glocke nicht vergessen zu drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Jetzt so zum Finale vom Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4. Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns hier wieder sehen. Zusammen das Ding jetzt hier abschließen, wäre natürlich absolut großartig. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. So, das war's. Alle raus mit euch. Raus, raus, raus. Wundervoll. Denn, wie gesagt, Fahrt abschließen. Einmal eine falsche Haltestelle haben wir gehalten. So, und da sind wir dann. Aber guck mal, hier sind schon 12. Also, allzu lange dauert es nicht. Lass uns so überraschen, ob es natürlich jetzt gewesen war. Das wäre natürlich jetzt ganz fantastisch. Und. Ja, damit haben wir es abgeschlossen. Hier seht ihr, das ist wie gesagt das, was wir machen müssen. Ländliche Gegend, so heißt die Aufgabe. Dementsprechend alles gemacht. 32 Minuten oder weniger. Wie gesagt, wir sind bei 30 Minuten 40 Sekunden oder sowas. Fahre die Strecke mit einem Erdgasbus im Loop-Modus. Haben wir jetzt gerade gemacht. Und jetzt geht es nur noch darum, alle Haltestellen auf Level 13 zu bewegen. Das machen wir in der nächsten Folge. Also unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt vom Bus-Simulator. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und natürlich bis zum nächsten. Tschüss.